Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich bin Josi, unabhängig Sensibel. Heute wollte ich euch mal die Funktion des Ventilatoren erklären für die Steckdose. Ich habe meinen ersten im Haushalt jetzt. Mein Sohn hat sich lange einen gewünscht und ich habe ihm das ermöglicht. Und er hat Spider-Man bekommen. Wir haben aber auch noch ganz viele andere mit Mickey Maus. Wir haben auch schlichte weiße. Keine Panik, es gibt nur lizenzierte. Nein, wir haben auch weiße Anthrazit. Da schaut ihr unter Ventilatoren, Pots, da findet ihr die. Genau. Was kommt mit, braucht ihr alles? Also Sensi Pots braucht ihr. Das sind zwei Stück drin. Das sind jetzt lizenzierte. Die habe ich jetzt nicht im Kopf, wie was die kosten, aber wir haben auch die ohne Lizenz, also von uns die Düfte, kosten 14,25 €, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da kommen immer zwei Stück nach Hause bei euch. Also einer ist hier drin und da sind die Kügelchen getränkt mit dem Duft. Das ist jetzt ein fruchtiger, frischer und zittriger Duft, ideal für Jungs. Meiner hat gut gefunden, da ich mal hier den Duft getestet habe als Wachs. Somit hat er den bekommen auch. Das ist jetzt einer ohne Licht. Die mit lizenzierten, wo wir aktuell im Katalog haben, die haben jetzt unten Licht. Also man kann es auch als Nachtlicht benutzen. So, man macht den Deckel ab, also den Kopf jetzt hier. Und hier kommen unsere Sensi Pots rein. Hier ist der Ventilator. Da wird er einfach reingemacht. Ihr könnt auch zwei nehmen, so groß wie euer Raum ist, so intensiv, wie es haben wollt. Wir haben auch Duft, die sind nicht so intensiv, also da muss ich mich auch mal irgendwann mal durchtesten. Und dann wird es einfach wieder drauf gemacht. Ihr könnt es auch an der Steckdose dran lassen. Ich wollte es euch ja noch zeigen. Hier habt ihr den An- und Ausschalter. Und das bei dem hier und hier habt ihr die Möglichkeit, auch die Steckdose zu verändern. Es gibt ja auch manchmal andere Steckdosen. Also dann habt ihr so und dann einfach wieder reindrücken und so. Bei dem hier zum Beispiel, man muss austesten, ist die Möglichkeit, man kann ihn auch verkehrt rum reinstecken. Wenn mal so eine Ecke ist, hier ein Regal, darunter die Steckdose, man kann ihn einfach umdrehen. Ist auch schön. Der Duft kommt ja trotzdem raus, weil der Ventilator ja die Luft rausmacht. Was ist denn noch der Vorteil? Ich habe Duft auf Druck. Auf den Druck, ja, auf Drücken. Also ich tue ihn hier rein in die Steckdose. Mein Sohn geht jetzt ins Zimmer, drückt drauf und der Duft verströmt sofort. Also das ist ganz leichter Windhauch, wo hier rauskommt. Also den merkt man kaum, aber ich merke gleich den Duft. Und so kann mein Sohn jetzt persönlich seinen Duft versprießen. Und wenn er rausgeht aus seinem Zimmer, dass er nicht eins läuft, macht er den einfach aus. Also das Einzige, was hier leuchtet, ist dann der Knopf. Also schöne kleine Sache und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal und wenn ihr Fragen habt, unten. In der Videobeschreibung sind alle Links und auch sind noch gibt es auch Pots in unserer Schatztruhe aktuell noch. Die verlinke ich euch auch noch mal. Und dann könnt ihr viel Spaß beim Stöbern, würde ich sagen. Und vielleicht sagt ihr auch, das ist eine schöne Idee. Weihnachten ist vor der Tür, Nikolaus vor der Tür. Könnt ihr schön zum Nikolaus oder zu Weihnachten verschenken. Oder auch mal zum Geburtstag oder wenn jemand ein Kind erwartet. Oder Disney-Fan ist, habt ihr Lizenzierte auch oder fürs Büro. Also, ihr habt, achso, was ich nicht vergessen habe, ihr habt auf die Technik lebenslange Garantie. Also, wenn der mal ausfällt, er geht nicht mehr in der Steckdose an, ihr habt alles versucht, schreibt mich gerne an, sagt, Josi, der geht nicht mehr, ich kann in die Steckdose stecken, an, ausmachen, er funktioniert nicht mehr, sagt mir Bescheid, ihr habt Garantie. Und 14 Tage Rückgaberecht. Also wenn ihr euch einen Pott reinmacht und ihr tut einen Testen und sagt, nee, der Ventilator ist doch nichts für mich, habt ihr
Rückgaberecht. Wollte ich noch erwähnen, vergesst es nicht. Ich wünsche euch noch was. Eure Josi.